What's up, ladies and gentlemen, und herzlich willkommen zu einem erneuten Black Ops 3 Video. Ja, heute habe ich was Kleines Besonderes für euch, und zwar einen kleinen Glitch, wie ihr sehen könnt, wie viele Spieler zurzeit online sind und Black Ops 3 zocken. Das Ganze ist eigentlich ziemlich simpel. Ihr müsst einfach in euer Menü gehen und darauf achten, dass Black Ops 3 komplett ausgeschaltet ist. Wenn das nicht so ist, dann überprüft ihr das nochmal. Da müsst ihr hier stehen, Black Ops 3 oder Anwendung schließen. Habt ihr das gemacht, geht ihr einfach in die Netzwerkeinstellungen und trennt dort die Internetverbindung. Das heißt, ihr macht das Häkchen dort ganz normal weg und startet dann das Spiel. Wie ihr seht, lädt das Spiel jetzt ganz normal in den normalen Bildschirm rein und dort werdet ihr dann auch gleich rauskommen. Seid ihr dann angekommen, müsst ihr jetzt wieder in die Netzwerkeinstellungen gehen und das Internet wieder anschalten. Das heißt, ihr macht wieder so, dass in dem Kästchen da wieder ein Häkchen erscheint. So, und jetzt kommt der Part, wo ihr noch einen Freund oder irgendwas anderes benötigt. Da muss euch nämlich eine Einladung schicken zu einem Black Ops 3 Lobby. Das ist egal, ob die noch online ist. Also, sie muss auf jeden Fall online sein. Das heißt, der Freund muss in der Lobby auf euch warten. Ihr müsst aber weder in einem Match sein, noch irgendwas anderes machen. Das heißt, er kann euch ganz normal im Hauptmenü einladen und ihr müsstet dann diese annehmen, diese Einladung, und kommt dann in so eine Ladebalken rein. Wenn das geschehen ist, seht ihr jetzt oben schon unter dem COD-Logo, dass hier jetzt steht, wie viele Spieler genau online sind. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel 640.000 Online-Spieler, die momentan spielen. Ich habe das Ganze abends aufgenommen und hier könnt ihr immer so mal ein bisschen rumspielen. Ihr testet mal mittags, ihr testet mal mitten in der Nacht und könnt dann so ein bisschen gucken, wo die meisten Spieler online sind und da vielleicht auch mal so ein paar Zeiten rausfiltern, wo die meisten Schwitzer da sind, wo die meisten guten Spieler da sind und wo ihr vielleicht auch mal eine Noob-Lobby findet. Ich für meinen Teil verstehe gar nicht, warum Treyarch uns diese Informationen überhaupt verbirgt, weil ich es eigentlich sehr cool finde, wenn man einfach mal so ins Spiel geht und weiß, ja, im Moment sind 500.000 online oder wie jetzt 640.000 Leute online. Das war's auch schon von dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte euch ein bisschen helfen und es hat euch interessiert und ihr wendet das auch jetzt vielleicht mal an. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze so findet, ob ihr das jetzt auch mal benutzen werdet und ob ich solche Videos öfters mal machen soll. Checkt auf jeden Fall noch meine anderen Videos ab, vielleicht gefällt euch dort auch was. Dann sage ich mal hasta la vista, meine Freunde, vergesst das Liken nicht und gebt mir ein Abonnement, falls es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt. Bis zum nächsten Part.